Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Rebirth von Kaladin Ultramatter. Ja, ja, ja. Es ist vollbracht. Dreschkasten habe ich schon weggefahren, ne? Den habe ich schon weggeräumt. Wir binden uns. Und dann Max um die Presse. Ja, dann tun wir in einen Rutsch kalten. Aber wir müssen auch mehr. Ey, schick, oder? Ja, kriegen wir irgendwie hin. Zur Not können wir auch im nächsten Inventar noch Raps drin. Ist ja kein Problem. Dann machen wir uns keinen Stress. Stress ist schon so genug auf der Welt. Sagen wir, wie es ist, ne? Puh, wird warm, ne? Schickram ist das. Muss ich ja gleich mal einen Rechner ausmachen. Mir wird nämlich warm. Dann sitze ich immer so in der Zentralheizung, weißt du? Im Moment keinen Bock drauf. Ich bin heute echt nöckelig, ne? Schickram. Ich kann den Rechner hier noch gar nicht ausmachen, wenn Sven nachher noch kommt. Ja, schauen wir mal. So, Abflug. Eben den Wagen weggeholt. Den bauen wir dann später als Ballenwagen, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Ja, ich glaube, den brauchen wir später noch als Ballenwagen. Weil wir eben den Rechner drauf kriegen. Ich stelle den mal erst hier so an der Seite. Wir müssen den, glaube ich, nämlich noch umkonfigurieren. Lass uns mal eben Stroh pressen, ne? Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Lass uns mal eben Stroh pressen. Sven, du bist so ein Held von Erdbefeld, ne? Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich glaube, wir kommen nicht um so einen kleinen Hoflader drum zu, ne? Das kotzt mich ein bisschen an. Ach, ich brauch den doch gar nicht. Svenny, ey, du bist auch nicht bei die Sache. Böse Falle, böse Falle. Hast du gesehen? Böse Falle. Das war nicht gut. Zu Sport. Sag mal, ist mein Trick heute irgendwie nicht ganz in der Welt oder so? Oder der Sitz ist heute so. Ich hab keinen Plan, ich sehe gar nichts. Aber vorne ist auch Glücksheld, nee. Langsam! Mit Bedacht! Häng an den Hobel! Häng an den Hobel! Abflug! Lass uns mal ein Presserchen machen, wa? Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann freue ich mich. Ja, ganz ehrlich. Den habe ich ausgemacht, ne? Eben stehe ich da mit dem Dreschkasten zwischen den beiden Schildern, ne? Weil ich die Schilder nicht kaputt fahren will. Siehst du die Spur? Verkehr fährt nicht dran vorbei. Obwohl da jede Menge Platz war. Hinter mir stand ein Auto. Nee, tut mir leid. Also manchmal habe ich echt keinen Bock mehr auf diesen blöden Kackverkehr, ey. Bin ich ja ganz ehrlich. Macht doch keinen Spaß da. Sagen wir, wie es ist. Das ist doch was für ein Hintern. Wenn du dann da nicht weiterfahren kannst, weil die immer da stehen bleiben, hier und hier, und dann heißt das ist verbessert worden. Das ist schlimmer, in meinen Augen. Sonst haben sie sich weggebombt, jetzt halten sie überall an und lassen. Nee, weiß ich nicht. Kann ja auch nur sein, dass ich das so empfinde. Wir brauchen ein Bild, ne? Dass das schlimmer geworden ist, aber das macht ja gar keinen Spaß. Aber wir machen 5000 Liter, ne? Ja. 5000 Liter machen wir.
5500 oder was? Da fehlt immer so eine kleine Pfütze. Die ist schon zu. Ich hab das gar nicht gehört, dass die zugemacht hat. Habt ihr das gehört? Ich hab das nicht gehört diesmal. Mal sehen. Ich warte und warte und werde und das Ding ist schon lange da. Kannst du nicht sagen. So, das müssen wir eben fix fertig machen. Dann müssen wir das noch machen und dies noch machen. Und dann nicht mehr heute. Das läuft hier, ne? Computer da. Ist nicht schlecht, ne? 5000 Liter haben wir gesagt. Oh, wieder 3 Krümmel. Sag mal, willst du mich hier für Scheiße? Ja, ne? Jetzt ist zu. Schickram, schickram, du. So ist es, ne? Wenn es nicht drop ist, hast du es nicht drop. Das ist wie eine Kacke warm, ey. So schickram, wenn so warm wie wir. Musst du durch, ne? Was willst du sonst machen? Auswandern, Antarktis. Soll um diese Jahreszeit angenehm sein, ne? Sag ich ja immer wieder. Läuft aber. Wenn ich jetzt nach hinten noch was sehen würde, wäre ich echt erhellt, ne? Ist hier aber gar nichts. Heute. Runtergemacht habe ich, ne? Ja. Ja, dann ist das so im Leben, ne? Was willst du machen? Nix. Nix kannst du machen. Ich glaube, ich habe den Fernseher jetzt im Ort, aber ich muss auch gleich umschalten. Wie viel Stroh kriegen wir nicht dieses Jahr, ne? Ja, das ist echt ein bisschen bohnig knapp, du. Sagen wir, wie es ist. Hoffentlich reicht das. Das glaube ich nicht. Wir werden bestimmt zukaufen müssen. Weil die Ecke ja auf einmal direkt abgeerntet war. Als ich die gekauft habe, war die noch erntereif. Naja, shit that up. Kannst du eh nichts dran ändern. Mit Stroh, ey, ist echt schwierig. Sagen wir, wie es ist. Schwierig, schwierig. Ja, guck mal, jetzt machen wir wieder runter. Siehst du da? Schwupp! Einfach Premium. Da mit dem Computer hast du den Füllstand der Presse. Das ist der erste Schlepper. Wo du wirklich ohne Hut fahren kannst, weil du es vernünftig siehst. Premium, du. Premium. Ja, da siehst du es auch. Aber wenn du jetzt hier auf dieses andere Menü gehst.
Siehst du es nicht, oder? Ja, kann wahrscheinlich sein, weil ich die Göwald drin habe, ne? Das kann wohl möglich sein. Oder die Göwald-Presse nutze, nun nicht Standard. Obwohl das eigentlich ja nicht sein dürfte, ne? Ne, dürfte eigentlich nicht sein. Göwald ist ja eigentlich auch Standard-DLC. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man was nicht weiß, ne? Das läuft. Ich sehe nichts da hinten, ne? Ich sehe nichts. Jetzt hören wir es so hoch und dann kommt nämlich hier. Oh, ich habe gekauft. Doch da. Hier ist jetzt unten. Jetzt machst du hoch. Zack, oben. Siehst du? Fährst zurück. Dann fährst du hier. Und dann siehst du direkt wieder hier. Noch ist oben. Unten. Cool, ne? Ich finde das Premium. Richtig cool gemacht von den Dudes. Powerbelicks kriegen wir. Da müssen wir auch nur alle schön mit Gülle zugehören, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier fliegen müssen. Ich weiß da kaum, ne? Perfekto. Gesehen und Abflug. Lauf. Ja, lauf. So soll's laufen. Bin ich zumindest der Meinung. So, Svenny, wenn du jetzt noch was erzählst, dann wird das echt Tüfte, ne? Weil so ohne Erzählen hier so durch die Gegend juckeln ist ja auch bestimmt langweilig oder so. Weiß ja auch nicht. Muss man ja sagen, wäre langweilig, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Gibt so Tage, da ist man ruhiger, ne? Und einfach ruhig. Aber liebe Leute, ich presse das jetzt noch fertig, ne? Ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ist ja ganz ehrlich. Däumchen wäre echt voll der Träumchen. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.